Hey, meine Rabauken, heute werden wir eine Achterbahn der Extraklasse bauen. Dazu haben wir diese ganz besonderen Achterbahnblöcke, die ich gleich benutzen werde. Unser Gegner heute wird sein Elina. Yeah. Elina hat sich schon eine Pyramide ausgesucht. Ich habe als meine Home-Station ein Dorf genommen. Und ich würde dich bitten, Elina, verschwinde. Ich hau ab. Sie darf nämlich nicht sehen, was wir hier fabrizieren. Zuerst müssen wir uns entscheiden, wo wir den Start bauen. Wo bauen wir den Anfang? Ich würde sagen, ja, hier ist doch eigentlich eine gute Stelle, oder? Ich würde sagen, hier gehen wir rein. Das heißt, wir platzieren hier auch direkt mal unseren Anfangsbereich. So, damit man hier natürlich auch chillig hochgehen kann, machen wir hier so eine kleine, aber feine Treppe. So, und dann brauchen wir irgendwie eine Art Hebel, wo wir drücken können, dass es auch losgeht. Das Ganze hört sich dann so an, weil wir machen so, bupp, an, aus. So. Gut, das ist schon mal ein sehr schöner Start. Jetzt brauchen wir einen Zaun, Elina. Einen Zaun. Ja, mach das. Und jetzt machen wir, warte mal, vielleicht so. Es muss ja auch schon schick aussehen, ne? Weil es geht ja nicht darum, nur die geilste Achterbahn zu bauen, sondern auch die schickste. So, und jetzt machen wir den Klassiker-Trick. Einmal das hier und einmal das hier. Und jetzt machen wir hier eine schöne, hat aus Versehen den Magical Allocator Scheiß da gedrückt, dachte es Crash. Jetzt machen wir hier so einen schönen Anfangsbereich abwechselnd mit einem Block, den ich nicht verraten. Okay, ich nehme Olle, Lina, du hast mich überredet, ich sag's, ist nicht schlimm. Kein Problem, Alter, ich bin argumentativ eine Eins. Hast du mich auseinandergenommen. Ich werde euch, ihr seid natürlich gespannt, wie das mit der Achterbahn ist, weil das sieht ja schon sehr wild aus. Habt ihr noch nie gesehen, habe ich auch noch nie gesehen. Ich zeige euch das sofort. Wir machen gleich mal eine Mini-Tour. Eine Mini-Mikro-Tour, hier die Achterbahn anfangen zu bauen. So, jetzt machen wir hier noch einen Zaun. Warte mal, das wird hier ein bisschen eng auch, ne? Das heißt, wir müssen hier vielleicht den Berg ein bisschen stutzen, damit man hier sich nicht den Kopf schlägt, sag ich mal, ne? So, jetzt machen wir hier den Endzaun, der markiert sozusagen das Ende des Anfangsbereiches. Das ist aber schon sehr flach gebaut, ey, also ich bin wieder unsicher. Sieht, ohne Witz, ich bin noch gar nicht so weit, aber es sieht schon so krass aus, sag ich dir. Ich habe noch gar nichts gebaut, mäßig. Mäsch. Also ich bin auch nur gerade bei der Strecke, weißt du? Oh, ich weiß, wie wir es machen. Voll cool. Wartet. Und zwar geht die Strecke, die soll schön gerade am Anfang gehen, vielleicht ein bisschen, die geht hier weiter. Oh, jetzt haben sich die beiden Stränge verbunden und jetzt wird mir auch ganz glasklar, dass wir das hier hätten höher bauen sollen. Wir können alles abreißen. Da haben wir gefuscht, Leute. Fusch am Bau. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich gerade mache. Ja, Lina, also es gibt eine Regel. Ja? Man muss die Achterbahn auch überleben. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt ist ein ganzer Plan im Arsch. Kann man auch ein Looping? Ja, müsste gehen. Muss nur die Blöcke richtig platzieren. Sollte gehen. Werde ich auf jeden Fall versuchen, Elina. Looping gibt extra Punkte. Boah, ich mache hier gerade was so Krasses. Also es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es ist schön lustig. Und jetzt, wir wollen aber noch weiterfahren, bevor ich euch die Strecke zeige. Wir wollen nämlich, dass es hier hochgeht. Hier soll es hochgehen. Wir haben ja einen Berg. Oh, aber die Frage ist, werden wir genug Speed haben bis dahin? Das ist eine entscheidende Frage, die wir jetzt mit unserer ersten Fahrt testen können. Ich mach's auch, ich mach's Problem auch. Problem ist, ich glaube, wir können, wenn wir alleine fahren, gar nicht den Hebel betätigen. Ah, doch, oh, ja. Jo! Hey, das klappt 1A! Oh Gott, ich fahr zurück, Leute. Zack. Nein, bleib stehen. Okay, das hat... Jo, man bewegt ja auch seinen Kopf so richtig da... Oh. Das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir müssen jetzt... Na, einfach diesen, oder? Das müsste doch... Wartet. Bob. Oh, das ist, Alter. Elina, ich habe hier was so Fettes gebaut, Alter. Ich hab's verbockt. Hä? Verbockt? Was hast du gemacht? Wolltest du zu viel, Elina? Ich habe zu wenig Antrieb. Ach so, na, da musst du ein bisschen mit Redstone. Es kann auch sein, dass ich das hier auch nicht schaffe. Aber wir machen jetzt, geht's erstmal bergrunter. So, da würde ich sagen, gehen wir hier hin, damit wir auch wieder schön Speed bekommen. Lass mal testen, Alter, ob das so funktioniert. Hier können wir ja einen Torbogen machen. Was haltet ihr davon? Irgendwie so, ja, warte, ich hab eine Idee. Oh, ich hab eine andere Idee, wartet. Da müssen wir vielleicht ein bisschen breiter machen. Wir brauchen halt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, das passt. Und dann brauchen wir, wir machen es ein bisschen anders als sonst. Ich mach's heute aber auch voll anders als sonst, weil ich leg einfach nur Wert auf Fahrspaß gerade. Das habe ich sonst immer gemacht. Meinst du, das ist richtig witzig, Ben? Ich schwör dir das.
Jetzt machen wir orange. Jetzt machen wir aber eins niedriger. So. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Wir müssen es halt auch erstmal testen. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt hinhaut. Wir testen es erstmal, bevor ich den Regenbogentunnel weiterbaue. Wir brauchen ein Fahrzeug. Hebel umlegen. Wir wollen ja einen sauberen Start. Platzieren. Reinsetzen. Hebel. Wow. Okay. Also meine funktioniert bisher perfekt. Aber wir haben hier Hühnerbetrieb auf der Strecke. Das ist natürlich gar nicht gut, ne? Ups. So, jetzt machen wir diesen. Oh nein! Das kollidiert hier ein bisschen, aber es dürfte eigentlich kein Problem sein. Meine Reifen haben sich gerade verheddert. Ist doch nicht schlimm, Nina, wenn du mit dem Kopf anstößt, oder? Nee, hab eine stabile Birne. Alles gut. Ey, ich hab eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es wäre cool. Ja, warte, ich hab eine richtig coole Idee. Aber geht das? Das müsste gehen. Warte mal, wir machen kurz den Tunnel fertig. Und dann habe ich eine richtig geile Idee. Ich mute mich kurz, damit die Dina das hier nicht klaut. Wir machen so, dass du über eine... Warte, du fährst, du musst irgendwas aktivieren. Mach man das? Kann man hier... Du musst halt was aktivieren. Es gibt halt auch unsichtbare Schienen, ne? Das ist geil. So. Und dann machen wir... Wartet. Ja, ich muss kurz überlegen. Also den Tunnel bauen wir gleich noch weiter, aber ich will kurz meine Idee verwirklichen. Und zwar, damit ich euch abhole, was ich vorhab. Ich will... dass man durch Lava fährt. Aber da brauchst du natürlich auch vorher eine Lava-Resistenz-Potion, ne? Trank der Feuerresistenz. Also Feuerresistenz, so hier zum Werfen, zack, kaboom. Die Frage ist, wie... Es gibt halt keinen Beobachterblock hier, ne? Das wäre natürlich perfekt gewesen. Wie? Mit einer Druckplatte, maybe. B. Aber ich weiß nicht, ob man hier die Druckplatte auslöst, ehrlich gesagt. Na, lass mal testen. So, da kommt die Potion rein. So, randvoll machen wir das Ding. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich erstmal nichts. Scheiße. Ah doch. Ah so, es dauert nur 100 Jahre. Okay, weil dann machen wir es anders. Zack, das weg. Ja, man ist halt sehr schnell, ne? Wir brauchen, also erstmal muss ich testen, ob man die Druckplatte überhaupt auslöst. Weil kann ich die einfach auch hier platzieren? Mikrofon aktiviert. Oh, Lina, ich mache hier Experimente. Aber ich weiß noch nicht, ob es hinhaut. Let's go. Wir testen, ob man das auslösen kann. Und... Ne! Verdammt. Schade. Mach mal wieder eine Probefahrt. Besser ist, ey. Nicht, dass es nicht hinhaut. Kacke am Dampfen. Die erste Tour hat hingehauen. So, okay. Let's go. Boah, Alter. Hat er hier mal einen Fehler gemacht? Oh, ui. Mach mal weiß jetzt. Oh, da haut was nicht hin. Oh, oh. Der Farbtunnel ist fertig, Kass. Vielleicht, wartet, Leute, ich habe eine Idee. Dazu brauchen wir... Hier. Das und das und maybe das. Jetzt machen wir diesen. Warte. Boah, ich weiß nicht, ob das geht, aber das müssen wir jetzt testen. Zack, bis hierhin. Zack. 35,3. Das gleiche machen wir jetzt auf der Seite. Das gleiche machen wir auch unten. Wartet. Das heißt von hier bis hier. Zack. Und jetzt das gleiche von hier bis hier unten. Zack. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt einfach das hier runterlaufen lasse? Wird das ein Problem oder geht das fit? Warte, wir müssen irgendwie uns was überlegen. Vielleicht indem wir... Vielleicht mit Schildern oder so. Wir brauchen jetzt hier, würde ich sagen, ein bisschen Redstone. Ich würde sagen, hier drauf. So. Ach so, warte. Nee. Ach doch, ab hier ist es Redstone. Ja, warte mal, das können wir da nicht gebrauchen. Wir brauchen Redstone dann von hier. Genau, perfekt. Und das geht dann hoch bis hier hin. So. Ja. Ich muss testen, ob das hier halt geht, ne, mit dieser Wasserpassage. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. So, dann geht es hier hoch. Hier, das darf natürlich nicht kollidieren. Genau, das muss auch an sein. Das heißt, wir brauchen einen Hebel. So, zack, perfekt. Und das machen wir natürlich auch an. Perfekt. Und dann geht es... Oh, wartet mal. Ich frage mal was ganz Verrücktes. Ich habe keine Ahnung, ob das hinhaut. Aber was ist, wenn ich das hier einfach connecte? Haut das hin? Das wäre jetzt krank, wenn das hinhaut. Warte mal, einen Schnee weg. Es soll wirklich hin. Junge, das ist so ein Highspeed-Parcours, Elina, den ich hier habe. Also nicht Parcours, aber... wartet mal, was ist denn jetzt? Was ist denn hier jetzt passiert? okay, da haut was nicht hin.
Alter, man wird hier, wir müssen unbedingt eine Testfahrt machen. Hier muss man ja wirklich mit einer Million km/h wegdüsen, Alter. Warte, ich habe noch eine Idee, was wir geil machen können. Ja, okay, Elina macht ein Salto, das lassen wir, Elina. Ich mache ein Salto. Also, du, okay, Leute. Nee, Looping, so heißt das. Ich mache einfach ein Salto, Leute. So, warte, bei 3000 Likes. Bei 3000, warum nur 3000, Elina? Ups. Bei 20.000 Likes macht der Dina ein Salto im nächsten Video. Okay. Kannst du ein Salto in deiner Wohnung? Nee. Also in meiner Wohnung dann. Ey, du kannst doch ein Salto, jeder Mensch kann. Ah, nee, warte mal, ein Salto ist ja dieses Schwere. Ich dachte an Rad. Ja, Dina, du machst das schon, Elina, machst du schon. So, wir machen den Turm des... Dann sag mal was Cooles. Den Turm des Odins. Odins. Es gibt aber keinen Odin-Block. Nee, Biegen sind schlecht. Da muss ich immer Shift drücken. Ich hatte hier ein Looping. Der war wirklich perfekt. So. Ah, da wolltest du zu viel, sag ehrlich. Oh, nee, der war wirklich perfekt. Er war so perfekt von der Aufmachung. Alles war perfekt. Aber Lina, ich mache jetzt kein Looping. Wenn du ein Looping machst, das ist natürlich dicke Bonuspunkte. Ich mache einen Freefall. Ja, ich versuche ja ein Looping. Ja, ist schon schwer. Ich stelle es mir auch schwer vor. Deswegen, ich überlasse dir das Feld, Lina. Ich hatte ein Looping. Alter, das ist jetzt so kriminell. Ja, wenn du es einmal geschafft hast, schaffst du es nochmal. So musst du denken. Ja, Ben, ja. Ja, oder? Ja, ich krieg das hin. Denkt ihr, wir haben genug Speed, um jetzt hier komplett hochzuschalallern ohne Redstone? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Bub. Warte mal, jetzt geht, ja gut, jetzt geht das hier durch den Glastower. Das sieht schon wild aus. Also, ob diese Strecke so funktioniert, Leute, ich kann es euch beim besten Willen nicht beantworten. Also, es... Es sieht schon fast kriminell aus, ey. Also das wäre in Deutschland definitiv nicht erlaubt. So viel kann ich mir schon mal versichern. Ja, ich wollte das eigentlich Redstone haben, aber ich habe es falsch gebaut. Das ist kein Redstone. Das wird schon hinhauen, hoffentlich. So, das heißt, wir machen jetzt hier. Soll ja nicht zu spitz sein. So, hier machen wir wirklich Redstone. Ach nee. Zack. Ja, oh, perfekt. Dieser Looping. Der Looping bricht dir wieder. Erlaubt mir all meine... Okay, Lina, wenn du ein Looping schaffst, hast du automatisch gewonnen. Oh yeah. Okay, ich krieg das hin. Ich schaff das. So, und jetzt machen wir das Gleiche, nämlich einmal... Ich war im Looping noch nie so nah. So, passt auf. Und jetzt will ich nämlich das hier machen. Warte, das, wie platziere ich denn das so, oder? Oh, yo! Elina, ich hab was so Kriminelles gebaut. Elina ist vollkommen am Ende von ihrem Looping. Ich schaff das, gar kein Problem. Bam. Aber es muss auch ein sauberer Looping sein. Ich will doppelten Looping, Elina. Robin! Ja, okay, sorry, war zu viel. Nee. Wir müssen das Redstone-Ding jetzt aber irgendwie noch... Alter, man wird hier so runterschallert. Ich denke, man bricht hier die Schallmauer, Lina. Gibt es in Minecraft eine Schallmauer, macht es halt so BANG, wenn man die bricht. Und wenn es das gibt, dann werden wir es definitiv machen. Okay. So. Ich habe auch so gesagt. Ja, ich weiß. So, wir brauchen einen Stein, damit wir hier diesen machen können. Und diesen. Und dann mache mal mit der Hebel. Machen wir den... Ich habe jetzt aber... Das ist tatsächlich jetzt gerade ein Problem. Wie kriege ich das Ding an? Ich habe jetzt aber auch... Ich glaube, ich wollte zu viel. Ich habe jetzt sehr viel gebaut, ohne es zu testen. Und das könnte... Das kann ich aber gar nicht. Das könnte Verhängnis werden, dass jetzt irgendwo davor nicht das, was nicht hinhaut... Ja, Lina, dann sage ich dir ehrlich, dann ist es halt so. Dann haben wir hier Sicherheitsmängel. Das ist auch... Irgendwann ist das auch egal. Ich habe jetzt einen Looping gebaut, aber der kommt an der falschen Stelle raus. Egal, ja, man muss aber improvisieren, ey. Manchmal müssen die Fahrgäste auch beim halben Weg mal aussteigen und mal neu einsteigen, damit es weitergeht. Hey, aber Bewegung der, tut gut. Der sieht gerade auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Ich muss mal testen, ob der... Ich teste jetzt auch meins, weil es ist sehr fraglich, ob das, was ich hier gezimmert habe, Alter. Ich habe gerade einen Test gemacht. Haut hin. Es haut hin. Oh, das ist krank. Das ist krass. Ich mache jetzt meinen Test. Ich mache jetzt wie gewünscht einen doppelten. Einen doppelten Rüttberger. Doppelten Rüttberger. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich kenne den Begriff. Ich auch. Das ich habe das so lange nicht mehr gehört. Oh, das ist so cool. Oh, jetzt kommt der kritische Moment. Oh,
Alter, als ob ich es mit dem Lineal kalkuliert hätte, Muggi. Und jetzt, oh! Ja, okay, also aktuell stirbt man bei meiner Achterbahn, aber... Muggi, warum guckst du denn so, Leute? Pfeif war richtig hyped. Okay, wir müssen... Fällt man da raus, oder was? Nee, man crasht mit 400 km gegen Stein. Meinst du, der TÜV Nord segnet das ab? Also, man weiß nicht so ganz. Also, die Sterne stehen schlecht. So, wir müssen jetzt hier, müssen wir zurück, Leute. Das sieht so kriminell aus. Hier wird richtig warm. Hier ist auch warm, weil hier 40 Grad im Büro sind. Ich habe 2 Loopings. Oh, das ist big, Alter. Ja, ich bin gleich fertig, ne? Da kriegst du Stress. Ich habe einen richtig guten Namen für meine Ich nehme meine doppelte Rittheimer. Ja, wie schreibt man das? Keine Ahnung, Alter. Nicht schlecht. So, hier ist das Ziel. Zack, zack, so. Hier ist nicht nur das Ziel, hier ist man auch Überlebender. Sag ich, wie es ist. Da kriegt man Überlebens. So kriegst du eine Verdienst, deutsches Verdienstkreuz. Wer ist denn die Dinger? Genau. Ja, du weißt schon, was ich meine. Genau. So, jetzt brauchen wir hier noch ein Schild. Also eigentlich hätte ich auch Bock auf eine Spirale, weißt du? Willkommen zum Doppelten Rüttheimer. Schreibt man das so? Keine Ahnung, Alter. Es heißt bestimmt nicht Rüttheimer. Preis 2000 Diamanten plus Lebensversicherung. So, die braucht man das nämlich. Das ist eines der lustigsten Aufnahmen unseres Lebens. So, na, ich bin fertig, also, ja. Bin froh, wenn man die überlebt, Alter, mit Deko ist ja nicht mehr viel. Ich habe 2 Deko-Elemente und ein krankes Element, sag mal. Okay, ich muss auch noch ein Schild hier hinhauen. Pass auf. Der Name ist nämlich lustig. Ich muss danach mal googeln, was das ist. Ich glaube, das ist eine Turnfigur. Alexa? Ja. Was ist der doppelte Rüttheimer? Ah, das heißt ja gar nicht so Rüttberger, scheiße. Ja, es heißt Rittberger, stimmt. Der Rittberger ist ein Kantensprung beim Eiskunstlauf und beim Rollkunstlauf. Den könntest du mal machen, wieder. Das ist ein virales TikTok, der doppelte Rittberger. Er verdankt seinen Namen dem mehrfachen deutschen Vizeweltmeister Werner Rittberger, siehst du? Ah, du weißt einfach Bescheid. Aber wie, was macht? Ach, das ist einfach nur eine doppelte Pirouette, glaube ich. Also, Bänder breche ich mir alle Knochen. Okay, los, Ida, TP dich, es geht los. Okay. Aber merk dir deine Koordinaten, wo ich tippe. Ja, hab ich. Hab's jetzt völlig falsch geschrieben hier, aber ist ja auch egal. Hab ich Kommentare mit gefarmt. Es ist ja auch der doppelte Rüttheimer. Ja, stimmt, ist der Rüttheimer. Den mache ich heute. Soll ich den heute machen auf Inlineskate? Warte, lieber. Rüttheimer. Ich mache, aber das sah mir schon gefährlich aus. Das ist eher eine Aktion, die von Profis gemacht wird, glaube ich. Kein Problem, ich mache heute den doppelten Rüttheimer. Ja, Lia, willst du aber kommen jetzt hier, oder was? Ich hoffe, du hast 2000 Dias dabei. Ich bin doch schon da. Hallo? Muss ich hier eine Versicherung haben? Ja, also zuerst müssen sie hier ihre Lebensversicherung unterschreiben, damit sie, sollte es zu einem Unfall kommen, die Rittberger GmbH, Rittheimerberger GmbH alle Policen bekommen von der Versicherung. Okay, warte, habe ich gleich. Also. Aber paraphrasieren Sie auch jede Seite, besonders die letzte, die ist besonders wichtig, weil da übergeben Sie uns Ihr ganzes Vermögen. Was? So, wie bitte? Ach, egal. Rippheimer. Der doppelte Rippheimer. Okay, Lida, let's go. Ich drück den Hebel für dich. Ich muss Fivey beruhigen. Fivey rastet auch aus. Den setze ich hier einmal rein, da ist der ruhig. Hm? Überlebenswohl sind die, da weiß ich nicht. Aber okay, viel Spaß. Let's go. Oh, ich bin so langsam, ich gar nicht hinterher. Regenbogentunnel, Wassertunnel. Yippie. Jetzt kommt der Aufstieg zum Totenberg. Ach so, ich habe die Achterbahn nicht mehr gesehen. Der Totenberg. Und das ist ja krasser als Kolosso. Alter, Mann, das ist so... Lida, das ist... Oh, ich hab's überlebt. Das ist zehnmal krasser als Kolossus, Lida. Sowas wäre Deutscher niemals erlaubt, Alter. Ich hab das aber überlebt. Du hast einen 400 km Sturzflug. Ich habe es überlebt. Ich hätte vielleicht im echten Leben Herzinfarkt bekommen. Alter, hier sind 5. Ich glaube, hier hast du mehr G-Kräfte als bei einem NASA-Start.
Jetzt kann was ich sagst du, Lieder? Benotung 1 bis 6 Schulnoten. Also am besten gefallen hat mir der Totenberg und der Name. Nice. Deshalb ist es eine 1 plus. Oha, okay. Yeah. Ab zu dir, let's starke. Go. Bist du da? Ist hier der Start oder was? Der rote ist der Start, ja. Nein. Achso. Nein. Okay, boah, es sieht weiter das. Okay, ich lass mich mal gerade, ich guck gar nicht. Okay. Let's go, Elida, start die Maschine, Abfahrt. Mit zweimal Looping und die Achterbahn trägt den Namen Mein Leben. Weißt du, Achterbahn ist? Oh ja. Ja, wow. Das ist crazy. Oh, Alter, Spirale. Ich hab das Genick gebrochen. Ui, Alter, noch mal, ui, es ist so schnell, Alter. Er ist so schnell, man kriegt fast gar nicht mit, dass er diese Looping ist. Ich bin ehrlich, du warst die erste Person, der die Achterbahn am Ende getestet hat. Junge! Hab das voll vergessen. Hat 1A funktioniert, war geil, Alter. Kriegt von mir auch eine doppelte Genickbruch 1. Eine doppelte Rippe. Ich bezweifle, ich denke sogar, dass man bei deiner Achterbahn eher sterben würde als bei meiner. Ja. Okay, Leute, das waren 2 Achterbahnen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche euch am meisten, also welche euch besser gefallen hat und warum. Und dann lasst jetzt eine positive Bewertung da. Würde ich mich auch sehr freuen. Abonniert den Kanal kostenlos, würde ich mich umso mehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Euer Benson. Ciao. Tschüssi.